thank <laughs> you Hallo Freunde der Filmunterhaltung, herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung zu dem Film Twisters. Und bevor wir dazu kommen, eins vorweg, es wird hier ein paar Spoiler geben, die den Film Twister von 1996 betreffen. Deswegen, falls ihr den noch nicht gesehen habt, schaut ihr euch vorher an und dann könnt ihr an dieser Stelle hier weitermachen. Denn... Der Film Twist Tears ist, ja, ich finde mehr oder weniger eine Fortsetzung von dem Film Twist Tear". Ich betone es extra ein bisschen aggressiver, um, ähm, ja, um es halt ein bisschen hervorzuheben. Aber kommen wir erstmal zur Story. Die Story beginnt halt, dass ähm, Kate Cooper, gespielt von Daisy Edgar Jones, die man aus Gesang der Flusskrebse kennt, ähm, mit ihrem Team. Ein Projekt geplant hat. Und zwar wollten sie mit diversen Hilfsmitteln, die man auch aus Teil 1 kennt, ähm, einen Tornado ja praktisch kollabieren lassen und so, dass er dann halt keinen Schaden mehr anrichten kann. Aber ja, diese Aktion geht komplett daneben. Und ja, viele, beziehungsweise Kate ist somit auch die fast die einzige Person, die dieses Vorhaben auch überlebt hat. Abgesehen von ihren Kollegen Javi, gespielt von Anthony Ramos. Den kennt man zum Beispiel aus A Star is Born und Transformers Aufstieg der Bestien. Ja, und nachdem dieses ganze projekt schiefgegangen ist ist kate dann schon ziemlich mitgenommen psychisch und kates und jarvis weg gehen in verschiedene richtungen kate ist dann nur noch so für die meteorologischen sachen zuständig bei einem fernsehsender während Javi ja der ganze tornado jägerei doch treu bleibt aber ja, durch diverse Sponsoren, die er da an Land gezogen hat, doch gezwungen ist ein paar, ja, sagen wir mal, nicht so schöne Dinge zu tun. Ja, nach einer Zeit ähm, kommen Kate und Jarvis wieder zusammen, und, beziehungsweise sie treffen sich wieder. Und Jarvis überredet Kate dann, ihm doch mal bei seinen Projekten ein bisschen zu helfen. Was sie erst eigentlich gar nicht will, aber was sie dann hinterher merkt, dass sie draußen doch mehr bewirken kann als drinnen bei der Meteorologie. Ja, so viel erstmal ähm, zur Story. Also, man muss sagen, es soll ja die Fortsetzung von Twister sein, aber irgendwie fühlt sich das gar nicht so an. Es fühlt sich so ein bisschen an wie ein wie ein Remake, aber irgendwo hat man dann doch so ein paar Easter Eggs versteckt, die dann auf den alten Twister-Film hindeuten, aber man nimmt wirklich so fast kaum Dinge aus dem alten Film auf. Also man nennt nicht irgendwie die ganzen Charaktere von damals oder man geht eigentlich so gar nicht auf die Dinge ein die damals passiert sind und so. Klar, die Technik und das alles hat sich weiterentwickelt und damit können die natürlich jetzt auch ganz anders arbeiten wie damals 1996. Denn Computer und so sind ja so weiterentwickelt, dass sie dann halt die Wetterdaten ganz anders abrufen können wie früher und auch, ähm, ja, sagen wir mal, ein bisschen ähm, schneller abrufen können und so. Das ist vielleicht so ein bisschen das Vermächtnis von dem alten Film. Aber für mich steht der Film so ein bisschen alleine da. Es ist für mich wirklich so ein bisschen mehr wie ein Remake, weil es gibt viele Parallelen. Es gibt auch ein gegnerisches Team, was ähm, dann äh, Javi und Kate so ein bisschen ja das Leben schwer macht. Aber jetzt nicht so auf, auf ähm, böswillige Art und Weise, sondern es ist ja so ein, so ein Wettkampfding. Es macht Spaß, sich das anzugucken. Also das ist wirklich genial. Also diese, diese Harmonie zwischen diesen ganzen Schauspielern und zwischen diesen Teams da, das ist schon richtig geil anzuschauen. Das hat wirklich schon ähm, richtig Spaß gemacht. Und ja, also ich habe mir auch den Twister-Film vorgestern nochmal angeguckt. Also wenn man sich jetzt den ähm, alten Film ansieht und den neuen Film ansieht wie die damals einen Wirbelsturm animiert haben und wie sie heute einen Wirbelsturm animiert haben. Ey, das ist schon ein riesen Unterschied, ein Riesenunterschied. Unterschied. Und das haben die richtig stark gemacht, richtig stark. Aber das, was mich am meisten beeindruckt hat, war der Sound. Noch nie oder ich glaube kaum ein Film hat so sehr von Deckenlautsprechern profitiert wie dieser Film. Denn alleine ähm, der Regen, der runtergeprasselt ist, oder der Hagel, der runtergeprasselt ist, und auch der, der ganze Wind von dem Wirbelstürmen und so, das hat damit nochmal so richtig an Räumlichkeit gewonnen, wo ich sagen muss, Leute, nehmt euch ein bisschen mehr Geld in die Hand. Und schaut, dass ihr ein Kino findet, was Dolby Atmos oder ein IMAX-Kino oder sonst irgendwas ist, wo Lautsprecher an der Decke sind. Denn das macht bei diesem Film richtig was aus. Also da hat der Tonmischer einen wirklich hervorragenden Job abgeliefert, wo ich sagen, wo ich einfach nur sagen kann, ja. Das fühlt sich dann, das sieht nicht nur realistisch aus, das fühlt sich auch von, vom, für die Ohren auch realistisch an. Das haben sie richtig stark gemacht. Ob jetzt der Film jetzt alles so, ja, sag ich jetzt mal, realistisch ist bis auf den letzten Punkt, lasse ich jetzt mal dahingestellt sein. Und auch der Anführer des, des gegnerischen Teams, ähm, Tyler, von Tyler Owens, gespielt von Glenn Powell. Den kennt man zum Beispiel aus Expendables 3 oder zum Beispiel auch ähm, aus Dark Knight Rises und der hat wirklich, also ich finde, wie er diesen Charakter dargestellt hat. Einfach genial. Weil erst denkt man nur so, das ist so dieser, dieser Draufgänger-Typ einfach. Aber zum weiteren Teil des Films sieht man, dass ähm, dieser Charakter viel schichtiger geschrieben wurde, was dann die ganze Sache dann nochmal auf ein ganz anderes Level bringt und was die ganze Sache auch dann nochmal nochmal viel, viel interessanter macht. Denn bei dem ersten Twister-Film, das gegnerische Team, ja, die waren einfach, ja, ein bisschen, äh, ein bisschen... Die hat man einfach nicht gemocht und so. Hier hat man zwar so so auch so das bisschen, dass das die rivalisierenden äh, Rehabilis Gruppen sind so rum, aber auf eine Art, ich sage jetzt mal Gentleman-Niveau. Die bringen sich jetzt nicht gegenseitig krass ins, in Gefahr oder so oder machen sich jetzt gegenseitig nicht das Leben extrem schwer. Sondern jeder macht da so sein eigenes Ding und versucht so seine eigenen Sachen durchzusetzen. Aber alles in allem muss ich sagen, der Film, ihr müsst ihn in einem Kinosaal hören und sehen mit Deckenlautsprechern und mit einem wirklich hervorragenden Bild. Das wäre jetzt auch noch ein Film gewesen, wo ich gesagt hätte, den hätte ich gerne vielleicht sogar in 3D gehabt. Also es gibt ja viele Filme, die sind in 3D, da hat man jetzt mehr oder weniger, ähm, sage ich jetzt mal, einen Mehrwert. Aber bei diesem Film, ich glaube, da hätte man echt einen echten Mehrwert rausgehabt, wenn der nochmal in 3D gewesen wäre. Das könnte ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Also alles in allem, ich bin mit dem Film sehr zufrieden. Auch die 123 Minuten, die kommen einem gar nicht so lange vor. Die Zeit vergeht. Wie im Flug. Und ja, damit ich mir beim nächsten Kinobesuch auch einen Snack holen kann, gibt es jetzt erstmal die Werbung. Hallo Freunde der Film- und Gaming-Unterhaltung. Hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es alles von euren Content-Creator: T-Shirts, Hoodies, Turnbeutel und noch vieles, vieles mehr. Und natürlich die Designs von Arts Expert. Also, holt euch eins von den coolen Logos und holt euch den coolen Stuff nach Hause. Ihr könnt ihr frei wählen, Größe, Farbe, alles, was ihr wollt. Also randa und holt euch den Stuff. Bis demnächst. So, da sind wir wieder. Ja, Twisters. Mehr oder weniger eine, eine Fortsetzung von Twister aus dem Jahr 1996, also auch schon fast 30 Jahre her. Aber irgendwie ist der Film doch schon so ein bisschen ja, eigenständig, weil der Film kaum Bezug nimmt auf den alten Film oder nur sehr wenig Bezug nimmt auf den alten Film. Aber trotzdem ist der Film extrem sehenswert, denn der Film macht richtig Spaß. Wenn ihr einen Kinosaal habt in eurer Nähe mit Deckenlautsprechern, geht in diesen Kinosaal ihr habt dadurch einen extrem krassen Mehrwert, wenn ihr gutes räumliches Gehör habt, dann natürlich auch ähm, ja, es ist auch ein bildgewaltig einfach. Die Schauspieler sind gut gewählt. Das macht, das ist alles wirklich eine sehr gute, sehr gute Elemente, die extrem gut zusammenpassen. Also ich habe bei diesem Film nichts gehabt, wo ich mir gesagt hätte, ne, kann ich nichts mit anfangen oder so, sondern auch die Nebencharaktere, die dort sind, machen einfach Spaß und man gibt denen auch gut was zu tun. Ja, und somit gebe ich dem Film die volle Punktzahl, weil ich habe nichts zu meckern an dem Film. Der Film hat einfach riesen Spaß und ich sage euch, das ist definitiv einer der Filme dieses Jahres. Ob er jetzt Einspielergebnisse, wie jetzt sage ich jetzt mal, Filme hat, die jetzt eine Milliarde geknackt haben, wovon es dieses Jahr sehr wenig Filme gibt. Aber auf jeden Fall könnte ich mir vorstellen, dass der Film gut erfolgreich wird. Ja. Das war meine Filmbewertung zu dem Film Twisters. Wenn euch gefällt, was ich mache, dann schaut doch mal unten in die Videobeschreibung. Dort sind ein paar interessante Links, mit denen ihr mich unterstützen könnt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag bis demnächst.